Einen schönen guten Morgen, Minecraft-Freunde. Guten Morgen deshalb, ist es wirklich morgens um genau 8 Uhr. Und Redland hat sich ganz früh aufgemacht, um jetzt noch eine Folge aufzunehmen. Ich habe nämlich zuvor schon eine aufgenommen und die war scheiße. Die war scheiße. Also, na was heißt, die ist so scheiße, ist sie nicht, aber ich empfinde das als scheiße. Und ich habe keinen Bock mehr irgendwie, ja, so eine Scheiße dann zu senden. Ich will besser werden. So sieht's aus. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt waren, ja? Ich habe ein bisschen was reingekloppt. Also, hier hinten habe ich nichts weiter gemacht, dass ihr das mitkriegt, aber ich habe die Energieleitungen gezogen. Die sind noch nicht vollständig. Hier fließt, in dieser Leitung fließt dann dieser Honig in unseren Tank. Der steht jetzt auch. Hier müssen wir noch Energieleitungen dran pappen. Habe ich das dabei, ja. Das habe ich auch schon so ein bisschen gemacht, aber nur ein bisschen. Jetzt tue ich schnell noch die Cobblestone hier herlegen. Die führt zum Tank und die Energieleitung, die muss ebenso hier rum. So. Oh, ich muss irgendwie aufpassen, dass ich mich nicht aussperre. Hier muss noch so ein Teilchen her. Dann müssen wir hier runter. So können wir es machen, ne? Das ist sogar gar nicht mal schlecht. Genauso machen wir das auch. Ich lasse es jetzt alles nochmal auf, weil ich auch nicht weiß, was ich noch einstellen muss. Hier sage ich, ist irgendwas im Tank. Bomben. Bomben, ihr kennt das ja. Hier sage ich, sind Items im Inventory, dann Bomben. Und hier, das müsste alles passen. Und ein bisschen was habe ich hier schon in die Unloader gepackt. Und zwar hier Stringy Comp, dann haben wir die Honey Comp und wir haben die guten Tripping Comp, also die tropfenden Waben. Die werden hier ausgeschleudert. Der Krempel sollte dann hier hinten rausfließen, wenn ich keinen Mist gebaut habe und nichts vergessen habe. Den guten Wireless Receiver, den lassen wir auch so rausgucken. Der fügt sich nämlich super hier ein, auch vom Grau. Und außerdem will ich das ja eh sehen. Dann werde ich den Bursche jetzt mal aktivieren. Ne, mache ich nicht. Ich lasse das hier auch noch alles auf. Weil getestet habe ich es auch noch nicht. Und hier müssen wir auch noch was umbauen. Oder ich habe einen Teil schon umgebaut. Also hier fließt der Honig rein, den Carpenter. Hier das Wasser bleibt da drin. Hier kommt ein Teil von der Energie von dem Solarturm. Ne? Also das ist in dem Fall... wieso läuft denn der so schnell? Das ist in dem Fall doppelt gepuffert über diese Energiezelle. Und hier kommt noch eine Energieleitung. Die läuft hier unten drunter weg. Geht hier rüber und geht zu dieser Energiezelle. Und von hier, das habe ich gestern auch, die Aufnahme habe ich, ne? Nicht, dass irgendwer schreit hier, Cheat und sowas, kann es vergessen, das hat mich gekostet 14 Diamanten, der Kram. Hier sitzt eine MFSU, die ist mittlerweile voll, weil ich das tuckern lassen habe. Die Turbine lädt die MFSU, dann haben wir einen Mittelvolt, der transformiert das wieder runter, dass wir hier hinten auf die Maschine gehen können, das kann ich ja mal schnell zeigen. Und zwar kommt hier diese Leitung, geht über die Maschine direkt. Also die Maschine kann direkt hier gespeist werden. Das heißt, vorzugsweise nutzt er die Turbine. Und sollte da mal nichts mehr sein, dann laufen noch diese Aggregate. Ne? Und hier haben wir noch eine MFE. Die ist da drin, weil das so einfach besser funktioniert. Ne? Also ich habe in einer anderen Welt sowas Ähnliches mal gebaut. Also hier so ein Krempel. Das hier meine ich. Nicht das. Sondern nur das hier, was ihr hier seht. Und da habe ich das eben festgestellt. Und der Background ist, ich kann sowohl als auch über Dampf gehen und hier direkt über diese Generatoren. Ne? Das funktioniert. Juti, jetzt machen wir das mal dicht. So, das wieder schön zumachen, dass es alles passt. Und diese Maschine, die habe ich hier zum Beispiel runtergedrosselt. Auf 15 EU, momentan brauchen wir das nicht. 6 Minecraft-Joule. Und wenn wir oben irgendwas einschalten, dann lädt das ganz gemütlich dann hier nach. Ja. Also die liefert nicht so viel, wenn sie überhaupt einschaltet. Weil der Bedarf wird eigentlich durch diese Red Power, durch diesen Red Power Energieturm gedeckt. Ne? So, jetzt werden wir mal hier noch Folgendes machen. Hier muss her noch so eine Leitung. Shit. Das ist ausgerechnet was anderes. Dann habe ich noch so eine Chargeband-Box aufgestellt. Hier so eine... Hier, Charging Bench. Der Mod heißt jetzt halt anders. Das hat ein anderer Modder übernommen, hat das fortgeführt, hat das noch ein bisschen besser gestaltet. Da gibt es auch noch andere Sachen, komme ich drauf zurück. Aber jetzt haben wir keine Zeit und habe hier schon mal meine Batterie reingeschmissen. Das Ding kostet ja nichts.
So kann ich ganz schnell hier Batterien machen, drehe mich rum, zack, habe meine Batterien und kann dann hier meine Upgrades für irgendwas machen. Ne? Das ist eine tolle Sache so. Gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir hier gucken, was das ist. Cobblestone Industrial. Ich muss nehmen Stone Industrial. Ich muss nehmen, jetzt muss ich überlegen. Brauche ich eine Emerald? Nö. Da reicht eine stinknormale Wooden. Und die machen wir noch gängig für Flüssigkeiten, damit der Honig ja wieder irgendwie aus dem Tank kommt. Dann brauchen wir ein Gate. Ich habe bloß noch eins. Was meinst du jetzt? Dann machen wir mal noch zwei. So. Tschatscha. Jetzt gehen uns langsam Enderman-Chipsätze aus. Falsche Richtung. Ich muss zwar auch nochmal in die andere Richtung, aber nur. So, jetzt aber, ne? Jetzt knuddeln wir das hier an. Also da soll dann der Honig irgendwann raus. Und hier sage ich einfach, ist da irgendwas drin? Pumpen. Sieht ja keiner, wenn der pumpt oder nicht, ne? Also mit den Gates kann man sich schon die Sache einfach machen. Ja, Judy, das können wir auch nochmal auflassen. Kann ja sein, dass hier Pipi ins Höschen geht. Was denn jetzt? Wieso komme ich denn da nicht vorbei? Was ist denn das für ein Quatsch? Ist ja blöd. Vielleicht so? Ist ja eigenartig, ne? Okay, das lassen wir offen. Da können wir hier ein Auge reinwerfen, falls hier irgendwas nicht klappt. Was habe ich denn hier eingestellt? Maximal 20 bei der Energiezelle. Ich kann mich erinnern, dass ich noch was dazu gesagt habe. Mit der Dampfturbine. Irgendwas. Hier, die läuft. Guck mal, die läuft. Output. Die macht irgendwas. Was eigentlich? Ach, Laser. Jetzt läuft oben der Laser. Jetzt sieht man das auch sehr schön. Die schweigen, die halten die Klappe. Laufen nicht. Das macht jetzt die Dampfturbine. Ne? Weil das hängt ja mit auf dieser Line hier, auf dieser Seite. Und der nimmt ja bevorzugt hier den kürzeren Weg. Also irgendwie, komischerweise. Oder er ist schlau genug. Ich weiß es nicht. Genau, also es ist eigentlich sehr intelligent gemacht, muss man sagen. Das liegt daran, weil ich das gebaut habe. Nee, Quatsch. Gut. Jetzt gehen wir nochmal gucken da drüben. Bei dem ganzen Kram. Achso, das wollte ich noch erklären. Hier ist so meine Ladestation, meine Solar-Ladestation. Hier kann ich eine Energiezelle einfach mit auf diese Red Power, auf diesen Red Power Energieturm hier packen. Der so richtig kultig vor sich hin rödelt. Und da sage ich, tu bloß mit 3 Minecraft-Schuhen laden. Ne? Und das zieht uns dann hier die Batterien im Turm nicht leer und die Zelle wird beständig aufgeladen. Ne? Und die volle stelle ich dann einfach hier daneben und fertigen. Dann habe ich immer volle Zellen mit Solarstrom und Wind, ne? Also erneuerbare Energie. Sehr wichtig, dass man auch auf sowas guckt. Ja? Weil das, was man hier so in-game so macht, so lebt man auch. Also so versucht das so zumindest. Ne? Also mit gutem Beispiel voran. Genau. Okay. Also, das haben wir angeknuddelt. Jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Also entweder ich unterhalte die Leute in irgendeiner Weise oder ich bin ganz verbohrt irgendwie auf irgendeine Sache. Beides ist sehr schwierig. Ich denke, das ist ein Grund, warum Krongy Boy zum Beispiel keine Technik-LPs macht. Also so in dem Niveau, wie wir das machen. Ne? Das ist eine völlig andere Geschichte. Das kann ich gut nachvollziehen. Also der Stress ringsrum und auch, er kann seine Welten nicht mitnehmen. Er kann eigentlich nie... von daher fährt er schon eine gute Line. Also manchmal wünschte ich mir, ich könnte auch so flexibel sein und könnte mich zurücklehnen und sagen, ach, ich nehme meine Welt noch 800 Folgen mit oder was weiß ich, wo der jetzt ist, keine Ahnung. Das ist unmöglich. Ja, also wir fangen immer wieder bei Null an, sozusagen. Na gut, also das haben wir hier drin alles, das mit dem Honig, das passt. Hier sage ich, du 20 ausleeren. Von dem Royal Gelee. Pollen soll auch 20 da rein. Dann könnten wir mal hier das schon mal anklocken. Gut. Das Gerödel gucken wir uns dann an, ob das tatsächlich hier kommt. Das passt soweit. Das lassen wir alles noch auf, weil wir nicht wissen, ob irgendwas schief geht. Diese Red Power Pipes, die gehen hier oben einfach in unserem Ring hier, wo die ganzen Barrels dran hängen. Ist ja irgendwas drin, was nicht einsortiert werden kann, landet das hier hinten in dieser Default-Kiste sozusagen. Ne?
machen wir mal kurz Bubu. Was nämlich da noch dran kommt, das wird noch ein bisschen komplexer. Weil ich überlege jetzt momentan so steuertechnisch mit dem Zug. Da machen wir erstmal eine Übergangslösung. Wir hängen das nämlich mit auf dem anderen Zug. Und dann programmiere ich das um, also diesen Rechner, diese Software, dahingehend, dass der zwei Züge steuern kann. Also sowohl als auch. Dann kann ich unterschiedliche Laufzeiten programmieren. Ne? Also das, weil der hat eine kürzere Laufzeit als der. Das reicht, wenn der einmal am Tag fährt, wenn überhaupt, und der zweimal oder mehr. Ne? Und das kann man dann frei konfigurieren. Das ist der Plan. Jetzt muss hier noch ein... Ja, genau. Jetzt brauchen wir hier noch, damit das überhaupt was wird, brauchen wir eine Schiene. Nee, hier so was. Ein Holding Track. Dann müssen wir uns noch einen Receiver basteln. Einen Receiver. Das ist so. Ich denke nicht, dass ich noch welche besitze. Da brauchen wir Eisen. Mal ein bisschen raus hier. So. Etwas Eisen. Das hängen wir jetzt, wie gesagt, auf einen. Und Schalter haben wir auch keine mehr. Das glaube ich nicht. Hier sind noch zwei. Das ist ja ein Witz. Ich dachte, ich hätte mal einen Sack gemacht. Machen wir mal 64 Schalter, oder? Wir können es uns leisten. So. Was mache ich da jetzt am besten? Ist das so richtig? Nee, ne? Das ist ein bisschen viel, was ich jetzt hier angezettelt habe. Ach, was für ein Elend schon wieder. Ich meine, alles, was ich irgendwie zu viel habe, ne? Das geht mir auf den Wecker. So. Stickies habe ich. Also, hier Gigomanie. 64 Schalter. Wie sie das gehört. Ihr werdet sehen, wir brauchen die auf. Am Ende dieses LPs sind die alle weg. Nichts mehr da. So, einen Receiver. Wir haben die Schiene. Wir müssen gleich einen Gravel drauflegen. Dann nehme ich gleich mal ein ganzes Stacky mit. Ich nehme ein bisschen Erde mit. Weil man ja auch nie wissen kann. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Doch. Gut. Also, erstmal das Teil rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wird er nicht gepowert, also macht er auch nichts. Dann kommt da ein Gravel drauf. Juhu. Hast du nicht gesehen. Und hier oben ein Holding Track. Übrigens, ihr Luschen. Ja? Ich habe da gesagt, ich baue 11x11. Da ging es schon wieder los. 9x9, Dire Wolf, hast du nicht gesehen. Niemand fällt auf, ja, in seinem Blutrausch, dass ich 12x11 gebaut habe. Weil das sollte ja mittig sein. Ne? Und dann gucke ich so von hier und denke mir, scheiße, das ist ja überhaupt nicht mittig. Die Wand ist ja eins breiter, als der Plan war. Das sieht keiner, ja. Aber wehe dem, du machst irgendwo, dann springen sie sofort auf. Gut. Mensch, habe ich hier so einen MJ-Reader, so ein, wisst schon hier, von Thermalexpansion, das gute Messgerät. Ich stehe auch sowas, bin auch bestens ausgerüstet, was das angeht, bei mir zu Hause privat. Also ich habe einen ganzen Messpark, bis zum Ostsee habe ich alles, bis zum Speicher-Ostsee. Wie heißt denn das Stink? Dingsbums, hast du nicht gesehen? Das war doch, nee, das war ein Multimeter, das hat er nämlich umbenannt. Der Bursche hier. Ich habe doch eine wunderschöne Textur dazu gemacht. Die schaut zumindest aus wie ein Multimeter. Da brauchen wir ein Zinnzahnrad. Wir brauchen eine Konduktanz. Ja. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Halt, Zinnzahnrad. Hier, Zinnzahnrad. Eins hier unten hin. Dann war das war mit Kupfer wahrscheinlich. Na, Kupfer und Blei. Na gut, so soll es sein. Kupfer und Blei. Zweimal. Das Blei, das war doch nicht so, das war doch so. Und in der Mitte, ich glaube, die haben das hier gefixt, denn wenn man jetzt hier, ne, das scheint jetzt gefixt zu sein. Sonst war das ja versetzt in der Projekt-Table. Ich weiß jetzt nicht, was dafür verantwortlich war. Also Red Power kann es nicht sein, das muss dann irgendwas anderes gewesen sein. Doch hier, so, und jetzt kommt hier die lustige Zelle, Multimeter, hast du nicht gesehen. Toll. Da können wir jetzt rumrennen und alles messen.
Hier Energie Request 3. Toll, ne? Die nicht angeschlossene 0. Gucken wir mal hier. Aha. Gut. Ach so, macht er das. Rekursiv jetzt 99,7%. 3. Ne, das kommt da hin. Ne, das kommt nicht hin. Na, ist egal. Keine Ahnung, was der von Quatsch misst. Gut. Hier ist nichts drauf, aber müsste zumindest was von Sättigung sagen. Ach, hier steht doch da. Sättigung 100%. Toll. Gut. Dann. Vielleicht kann man auch den Baum messen. Ne, kann man nicht. Hätte ja sein können. Weiß man ja nicht. Da muss ich hier alles nachkontrollieren. Also, was könnte ich denn da sagen? Ich sage hier, er soll je 20 stacken in meinen Card. Das heißt, wenn er hier das erste Mal vorbeifährt, packt er schon 20 rein. Die hinteren werden dann gar nicht abtransportiert. Macht aber nichts. Wenn er ein paar Mal gefahren ist, der holt das irgendwann ab. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Wir probieren es erstmal so. Hier sage ich ebenfalls, 20 Stück sollen gestackt werden. Von dem Gelumpe hier auch 20 Stück im Minecart stacken. Und hier ebenso. Also die hier hinten, die sind Bummelletzte. Die müssen warten, bis sie uns ausgekäst haben. So. Dann gucke ich hier nochmal. Eigentlich müsste der Kram funktionieren. Also wenn wir jetzt keinen Mist gebaut haben, nichts vergessen haben, müsste das theoretisch schon funktionieren. Wie ich mir das gedacht habe. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich kenne mich. Irgend Quatsch. Wenn ich jetzt einschalte, dann tut es einen großen Knall. So, Messgerät hier rein. Nö, das behalte ich mal. Ich will nochmal messen. Was wollte ich denn jetzt machen? Es ist schon wieder so früh am Morgen. Ich habe keinen Plan. Das habe ich ja gesagt, ne? Dass ich das, genau, mit der Batteriebox. Und da habe ich gleich Texturen den ganzen Sack dazu gemacht. Weil ich gerade so schön dabei war. Was muss ich denn jetzt machen? Ach ja, jetzt. Ich brauche ein Kisten-Minecart. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dai. So. Das können wir hier schon mal draufpacken. Wenn wir das jetzt hier anschieben. Ne, dann hat er das jetzt wahrscheinlich voll gemacht. Hier hinten kann er nicht mehr viel machen. Das, also hier hinten müsste schnell fertig sein jetzt. Weil er schon 20 in diesen Minecart gesteckt hat. Also man kann sagen, nimm 20 hier raus, nimm 20 da raus, ätte das zu den vorhandenen 20. Ne? Dann sind dann irgendwann ganz viele drin. Das ist aber nicht gut. Wir sagen, stacken. Also es ist wie Logistikpipe, ja, aber wesentlich flexibler, finde ich. Also das ist so ein bisschen analog, ja, das Ganze. Bei Logistikpipes kann man das nicht so timen. Also da kann man nicht sagen, die machen halt, ja, die machen hintereinander weg, bis nichts mehr da ist. Aber hier kann ich sagen, du machst gar nichts, wir schleudern das hier erst alles weg und periodisch lassen wir das volle Kanne laufen. Das werdet ihr gleich sehen, wie das Ding rödelt. Und dann hält er wieder die Klappe für eine Stunde, ne? Dann kann der Solarturm sich wieder auffüllen. Das ist der Plan. So, also jetzt werde ich den Mist mal einschalten, dann pass mal auf, was da passiert. Da geht bestimmt Pippi ins Höschen. Jetzt fährt er da rein und wenn alles jetzt klappt, dann müssten wir wie bekloppt losschleudern. Oder auch nicht. Doch hier, es geht los, es geht los. Hier kommt der erste Honigtropfen, hier kommt Beeswachs, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ganz vorn weg, der Fliegenschiss oder was das ist, Propolis halt, ne? So, und wenn wir jetzt hier keinen Quatsch gemacht haben, dann fließt der Honig hier gleich in den Squeezer rein. Da kommt der Zug wieder, macht hier richtig voll. Also der fährt jetzt 3-4 Mal. So. Dann rödelt das Gelumpe hier vorbei. Genau, Propolis muss hier durch. Und die Honigtropfen werden hier im Squeezer gleich ausgepresst. Beeswachs, der ganze Mist geht hier durch. Super schnell halt, alles parallel. Coole Sache. Und dann müsste der Honig auch da unten fließen. Es fließt! wie in dem Film Welcome to the Jungle, also Willkommen im Dschungel. Das mit dem Englischen habe ich nicht so, aber ich kann mir Inhalte sehr gut merken. Und solche Sachen, wo der im Wald steht und pissen will. Und diese Szene, die fand ich so witzig. Und dann irgendwann hat er seinen Dödel rausgeschüttelt. Aus der Hose, weil seine Hände waren ja gefesselt. Und
Dann war er ganz erfreut und meinte so, es fließt, ich, oder, ja genau, es fließt. Das fand ich so witzig. Okay, also das müssen wir noch kontrollieren, ob dieser Kram jetzt tatsächlich dahin fließt, wo er hin soll, oder ob da irgendwo Pipi ins Höschen geht. Jetzt machen wir hier Pause, Schluss aus Feierabend. Hier kommt nichts her. Aber hier müsste der ganze Kram eingelagert werden. Hier. 792. 793. Beeswachs, ne? Also das klappt wunderbar. Und unsere Windmühle rödelt jetzt wie bekloppt. Weil der Strom hier bevorzugt entnommen wird. Jetzt können wir auch sagen, wir begrenzen hier diese Energiezelle. Dann können wir das wieder steuern und sagen, wie viel hier rüberfließen soll. Maximal, das könnten wir machen, ne? So, jetzt gucken wir einfach mal. Das entlädt sich schon. Aber da wir es ja ausgeschalten haben, kann sich das dann wieder erholen hier. Ne? So. Scheiße, wieso wird das dunkel? Na gut, gehen wir mal schnell ins Bett. Ich muss mich beeilen, sonst kann ich die Folge wieder vergessen. Also, was heißt vergessen? Mit dem Hochladen. Ich will nicht so ewig lange Folgen machen und es passiert nicht viel. Obwohl das jetzt witzig ist. Ja, wenn man so einen Kram dann einschaltet, das finde ich dann immer sehr witzig. Okay, wie weit sind wir jetzt hier? Er ist noch fleißig am Schleudern. Jetzt ist dann Pumpe. Hier ist noch 4 drin, hier ist noch 4 drin, hier ist noch 3 drin. Also das Ganze läuft wunderbar parallel. Eine bunte Mischung entsteht hier, wie man sehen könnt. Das ist so ein bisschen wie Karneval. Ja. Sehr schön. Hier ist ein bisschen mehr drin von dem. Warum eigentlich? Weil die sich vordrängeln. Aber das ist nicht schlimm. Das ist völlig wurscht. Das passt schon so. Hauptsache hier läuft schön alles parallel. Das ist ja wichtig, dass der das abgearbeitet hat, wenn hier der nächste Zug kommt. Ne, dass sich das nicht aufstaut mit der Zeit. Das kann man jetzt sehr schön über dieses Raykraft dann steuern. Das ist eine geile Sache. So, jetzt ist Pumpe, ne? Jetzt haben wir Strom verbraucht. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Das hält sich in Grenzen. Dann lassen wir den am Tag zweimal fahren, dann reicht das völlig aus. Also, ich habe, wenn ich das so überdenke, dann könnte man das theoretisch auf diese Line mitlassen. Aber ich werde das mal umprogrammieren, einfach auch aus, weil ich Lust darauf habe. Und dass wir halt zwei verschiedene Dinge steuern können. Das ist vielleicht ungünstig, dass der Rechner dann hier ist. Wollen wir mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Das mache ich dann spontan, jetzt erstmal nicht. Also heute Morgen habe ich da keinen Bock. Gut, das hat wunderbar funktioniert. Wir müssen aber hier noch Kontrolle machen, ob irgendwas im Tank ist. So, oh nein, da ist nichts da. Doch, der pumpt das schon oben schon in den Carpenter. Na, jetzt gucken. Das ist alles. Da lachen ja die Hühner. Ach nee, der produziert schon wieder. Das ist das. Der produziert hier oben schon diese Paneele für die Villa der Stachelträger jetzt. Deswegen ist da nichts drin. Gut, dann wird Redlet jetzt mal Folgendes machen. Nochmal einschalten. Einschalten. So. Zeit ist abgelaufen. Da wird sich ausgekotzt hier. Das muss ich mal ausmachen. Das habe ich jetzt völlig übersehen. Sehr schön. Und hier passiert genau das Gleiche. Es werden immer 20 gesteckt. Sind die ausgeleert, holt er natürlich wieder 20. Das ist klar, ne? Und selbst wenn der Turm hier leer ist, ist es auch nicht schlimm, weil es läuft ja unten noch die Turbine. Und falls die ausgefallen ist, weil wir sie warten müssen, wäre es auch nicht so schlimm. Also wenn das Rotorblatt mal abkracht, weil wir haben das noch. Aber das läuft jetzt momentan gar nicht, ne? Wie wir sehen, wenn da was läuft, ist es die Turbine. So ein bisschen. Im Übrigen habe ich hier ja umgeschalten gehabt auf dieses Kreosit. Weil irgendwer sagte, nein, das bringt zu wenig, das bringt mehr. Ja, da will sich selber, dass das Benzin mehr bringt als das. Aber ich kann ja dieses Zeug nicht schlecht austrinken. Ja, also das muss ja irgendwo hin, weil hinten die Öfen müssen ja rödeln. Also runterschlucken kann ich es nicht. Ins Meer kippen ist auch ein bisschen blöd. Also habe ich das bewusst so gemacht, weil ich dann hier umschalten kann. Dann brennen wir ein bisschen von diesem Kreosit-Oil durch. Ne? Kreosot. Jetzt. Kreosot.
sowas. Völlig wurscht, diese Pampe halt. Die brennen wir durch und dann schalten wir wieder um. Und später machen wir das noch ein bisschen anders. Aber jetzt erstmal so. Ne, da ist ja noch jede Menge drin, der soll da ein bisschen durchbrennen. Wie ist denn da jetzt? Wenn der dann so ungefähr hier ist, ein Drittel aus diesem Tank raus ist, dann schalte ich um. Bang. Und dann kann der wieder schön aufgefüllt werden. Das heißt, in unsere Öfen laufen wieder, die Holzkohle wird gemacht und blablabla. So ein Zeug halt. Ne? Da entsteht ja kein Verlust. Natürlich brennt er schneller durch, aber es brennt kein Benzin. Benzin ist teuer an der Suche. Dieses Öl kann ich ja bauen. Also herstellen. Ne? Weil Holz habe ich genug. So ist das nicht. Coole Sache. Jetzt läuft der Laden hier und hier müsste das der Honig dann auch reinkommen. Oder auch nicht. Ach so, der pumpt das gleich weg, ne? Aber es müsste eigentlich reinfließen. Das müsste man sehen. Also die Animation sieht man ja immer sehr schön. Aber wahrscheinlich tut er das intern. Was denn jetzt los? Man könnte zum Beispiel mal sagen, machen wir nichts. Ich nehme an, wenn die erste Lage hier unten drin ist, bitte aktualisiere. Nichts drin. Der pumpt ja immer noch. Ich habe doch gesagt, mach nichts. Jetzt sonderbar, ne? Oder dauert das einfach eine Weile oder was so? Da kommt ja immer noch was. Was denn da für ein Quatsch? Naja, wie dem auch sei. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd, hier Rätselraten zu machen. Mit so einem Kram. Ich mache jetzt hier dicht, den ganzen Laden. Weil das scheint gut zu funktionieren. Dann gehe ich mal Steine holen, ja? Steine, Steine, Steine. Die guten. Dann Stecki. Und was brauche ich noch? Hier das Zeug, ne? So, Gravel habe ich. Erde habe ich. Gut. Dann machen wir das hier zu. Alles, was wir abschließen, abdecken. So. Kostet nichts. Also es kostet keine Rechenleistung oder nicht viel. Hier könnten wir uns vielleicht ein Glas reinmachen. Ach, scheiß doch drauf. Ich will das nicht sehen. So. Das reicht, wenn das tuckert. So. Dann kommt hier Gravel hin. Ich muss hier unbedingt stoppen, ne? Mal endlich sagen, gut, jetzt. Ist echt genug hier. Die rödeln wie die Bekloppten. Was haben wir schon raus? Ja, passt schon. Also es kann nichts passieren, selbst wenn das permanent läuft und das Ding leer wäre. Das ist alles nicht schlimm. Da unten sind zwei starke Aggregate. Die poltern da schon was weg. So ist das nicht. So. Dann können wir das dicht machen. Passt das so? Ja. So, dann hier Gravel drauf. Es fließt. Herrlich. So, hier auch Gravel. Dann das Stein, ein Spitzenstein. Und was noch so? Irgendwelches anderes Gerödel noch. So. Erde. Erde. Das hier ist Mauerwerk. So, und jetzt wieder Gravel. Sehr, 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 sehr schön. Da kann der Mensch zufrieden sein. Also ich bin zufrieden. Redlet ist sehr zufrieden mit seinem Werk. Ich habe Feuer gemacht. Das kennt es auch ein Filmzitat. So. Hier kommt noch eine Fassade dran. Eine schicke Fassade. Shit. Moment. Bin hier schon wieder mit Messgeräten zugekippt. Also, eine Fassade. Wir verstopfen jetzt das Löchli da. Ja. Sehr schön, toll. Was war denn das jetzt? Cobblestone? Stone? Scheiße, das ist natürlich blöd, ne? Naja, wir können es nur so testen. Scheiße, jetzt weiß ich, ich bin ein Genie.
Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss mal gucken. Das ist... Das kann alles sein. Scheiße. Ich möchte es jetzt nicht verbinden, weil ich dummerweise dann vielleicht das Wasser habe. In der Leitung. Und das ist doof. Kennt das ja. Genau. So. Jetzt kann ich es testen. Ich glaube, das war Cobblestone. Nee, war es nicht. Stone. So, jetzt wissen wir es. Stone. Hast du nicht gesehen? Kann ich vorbei? Nein, nein, nein. Shit. Aber jetzt. Ich will halt nicht außen rum gehen. Das ist halt das. So, Stone. Wo ist denn jetzt die Fassade schon wieder, verdammt? Gibt's da nicht. Ich glaube, sie macht damit Absicht. Eine Fassade. So. Und hier kommt wieder unser Holz rein. Schickes Birkenholz. Hast du nicht gesehen? Alles wunderbar angeknuddelt. Super perfekt. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier immer voller Kanonig drauf, ne? Da können wir jetzt rumrödeln, bis der Tank voll ist. Und keinen anderen Blödsinn damit machen. Sehr, sehr nice, das Ganze. Der müsste jetzt so ziemlich fertig sein hier. Hat sich total ausgerödelt. Hier ist noch ein bisschen Honig. Das kommt daher, weil wir hier mehr, doppelt so viel Gelbe haben wie hier. Ne? Also momentan. Das pendelt sich aber alles noch ein. Das passt schon so. Cool. Echt cool. Gut, dann macht Redlet jetzt hier noch dicht. Was machen wir da rein? Erde? Ja. Erde lässt sich viel leichter. Shit. Wieder wegmachen, ne? Falls irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Aber Mensch, ich habe doch bestimmt hier Holz dabei. Guck mal. Ich kenne mich doch. Sowas habe ich nämlich extra dabei für solche Sachen. Es ist einfach nur perfekt. Ja, und dann bauen wir das Häuschen schön gemütlich fertig. Also wir hätten schon eine kleinere Fläche hier gebraucht, aber es kommt ja noch was dazu. Also ich kann jederzeit hier, zack, noch eine Bienensorte hin drauf machen und könnte die hier einfach mit dran flanschen. Ne? Oder auch das Versetzen noch, das ist auch schnell gemacht. Also das wäre überhaupt kein Problem. Das haben wir im Nu. Na gut, dann wünsche ich euch was. Gute Nacht.